So, meine Damen und Herren, zunächst ein paar Worte zur Einleitung. Als Leitthema der Eurofrass-Konferenz 2012 haben die Organisatoren Phraseologie und Kultur gewählt. Angesichts der Tatsache, dass Phraseologie eine recht umfassende Teildisziplin der Sprachwissenschaft ist und dass es viele verschiedene Auffassungen von Kultur gibt, ist diese Kombination ein sehr weites Feld. Noch komplexer werden die Beziehungen zwischen Phraseologie und Kultur, wenn dabei auch Aspekte wie kulturelle Praxis und Interkulturalität mit berücksichtigt werden. Zu mehreren Themenbereichen ist bereits eine richtige Flut von Publikationen vorhanden. Zu all diesen Bereichen sind jedoch auch weitere intensive Forschungen möglich, ganz besonders aber auch zu weniger bearbeiteten Themen wie Phraseologie in Philosophie und Kunst, die dankenswerterweise in der Konferenzankündigung erwähnt werden. Die Konstellation Phraseologie und Kultur impliziert automatisch, dass zur Beschreibung bestimmter linguistischer Erscheinungen ein interdisziplinäres Vorgehen erforderlich ist. Interdisziplinarität soll im Folgenden wie folgt aufgefasst werden. An der Beschreibung phraseologischer Ausdrücke sind sowohl eigenständige wissenschaftliche Disziplinen als auch verschiedene linguistische Teildisziplinen beteiligt. Dies bedeutet nicht, dass Phraseologismen unter Beteiligung von Vertretern von zwei verschiedenen Disziplinen beschrieben werden müssen, sondern dass Phraseologen auch allein außer- und innerlinguistische Fragestellungen in ihre Untersuchungen mit einbeziehen können. Die Disziplinen bzw. Teildisziplinen und kulturellen Bereiche, die in diesem Vortrag behandelt werden sollen, sind Kulturgeschichte und Kulturgebundenheit, Literatur, Philosophie, Politik, Religion und Kunst, Volkskunde und Folkloristik, Pädagogik und Didaktik, kontrastive Linguistik und Kontaktlinguistik, Translationswissenschaft, Lexikographie und Korpuslinguistik. Da die einschlägige Literatur zu den oben genannten Themenbereichen so reichlich und vielfältig ist, können hier nur Errungenschaften, die einen besonders bemerkenswerten Beitrag zur Erforschung der Phraseologie beinhalten, berücksichtigt werden. Dazu zählen themenspezifische Sammelbände, Wörterbücher und Lexika, Projekte und Monographien sowie eine höhere Zahl kleinerer Publikationen eines Forschers, in denen interdisziplinäre Probleme der Phraseologie behandelt werden. Die Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf neuere Publikationen, aber es wird jeweils auch, insofern es sich um bahnbrechende Leistungen oder Klassiker handelt, auf einige ältere Darstellungen hingewiesen. Im Vortrag wird nicht nur der Status quo der Forschung erfasst, sondern es soll auch gezeigt werden, wo noch Forschungsdefizite bestehen und wo intensivere Untersuchungen wünschenswert wären. So, jetzt beginnen wir bei Kapitel 1. Kulturgeschichte und Kulturgebundenheit. Bezüglich der Kulturgeschichte lässt sich zunächst feststellen, dass der kulturgeschichtliche Hintergrund erstens anhand einschlägiger phraseologischer Wörterbücher und Lexika studiert werden kann. Über die Geschichte von Sprichwörtern und Idiomen mehrerer germanischer und romanischer Sprachen gibt der Thesaurus Proverbiorum Medi Evi Auskunft, der erste Titel also hier in der Literaturliste. Für die deutsche Sprache ist als erstes der Klassiker Büchmann zu nennen, also das Lexikon geflügelte Worte. Ein ähnliches Werk ist das Lexikon geflügelte Worte von Kurt Böttcher und anderen. Und in diesen Zusammenhang gehören auch die Teile 5 bis 8 von Friedrich Seilers, die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts, erschienen von 1921 bis 1924. Von den Wörterbüchern und Lexika, die ihr Material alphabetisch geordnet haben, ist zunächst auf das Werk von Borchardt, Wustmann und Schoppe hinzuweisen. Neuere, wesentlich umfangreichere Werke sind das Wörterbuch von Spalding, Heath Spalding also, und die beiden Wörterbücher von Röhrig, 86 und 91 bis 92. Einträge zur Etymologie von Idiomen und Sprichwörtern finden sich außerdem in den drei Duden-Lexika, also Redewendungen, Zitate und Aussprüche und das große Buch der Zitate und Redewendungen. Zur Erläuterung der Herkunft von Idiomen, Sprichwörtern und geflügelten Worten des Englischen gibt es eine relativ große Zahl von Lexika und Wörterbüchern. Hier seien folgende Titel erwähnt: Appleson, Meader, Kingsbury, Harder, dann Christine Ammer
und John Ayto. Ähnliche Werke weiterer größerer Sprachen, und zwar des Französischen, Spanischen und Russischen, sind Alain Rey und Sophie Chantreau, dann Iribarren für das Spanische, Birich, Mokienko, Stepanova für das Russische, ebenso Baranow und Dobrowolski für das Russische. Als Beispiel für kleinere Sprachen sollen nur Ungarisch, Schwedisch und Finnisch dienen. Zum Ungarischen Gábor Onagi, zum Schwedischen Pelle Holm und Helsing Hellqvist Hallengren und zum Finnischen dann Virkkunen und Sinnemäki. Außer in Wörterbüchern und Lexika werden kulturgeschichtliche Aspekte von Phraseologismen in zahlreichen Monographien in Betrachtung gezogen. Zum Beispiel bei Archer Taylor und bei Wolfgang Mieder. Da sind Ausführungen zu mehreren verschiedenen Sprachen zu finden. Bei Gottschalk dann zu den romanischen Sprachen und bei Rainer Eckert zu schwabischen Sprachen und auch zum baltischen. Die Sprach- und Kulturgeschichte deutscher Phraseologismen wurde in sehr vielen Werken von Wolfgang Mieder, zum Beispiel 77 und dann 92, 95, ebenso von Harald Burger dargelegt, zum Beispiel im Handbuch der Phraseologie und in der Einführung in die Phraseologie von Harald Burger und in mehreren weiteren Untersuchungen von ihm. Um die Erforschung russischer Phraseologismen in historischer Dimension hat sich neben Rainer Eckert besonders Valerie Mokienko verdient gemacht. Mokienko hier also 99 als Beispiel. Auch zu vielen anderen Sprachen sind Veröffentlichungen dieser Art vorgelegt worden, aber aus Zeitgründen kann darauf nicht genauer eingegangen werden. Dann zur Kulturgebundenheit. Auch dazu ist eine Vielzahl von Untersuchungen veröffentlicht worden. Bereits in mehreren oben zitierten Publikationen werden Aspekte der Kulturgebundenheit berührt, aber daneben existiert eine Fülle spezifischer Fachliteratur in Form von Sammelbänden, Monographien und kleineren Arbeiten. Als Vertreter von Sammelbänden seien folgende Werke angeführt. Sappan und Wirrer zunächst einmal, dann Burger, Hecki Buchhofer und Gertrud Cresciano, ebenso Csaba Földes, Jan Wirrer, und dann Antonio Pamies und Dmitri Dobrowolski, ebenso Pamies, Luque Duran und dann Fernandez Martin und schließlich dann Anna Iström und Elisabeth Pirainen zu den Endangered Metaphors. Zu neueren Monographien auf diesem Gebiet zählen unter anderem Kai Fu Tzu, dann Anna Lewandowska, Eva Cieslarova. Und besonders hervorzuheben sind auch die beiden kultursemiotisch orientierten Monographien von Dmitri Dobrowolski und Elisabeth Pirainen, also 96 und 2005. Schließlich sei noch auf das große Projekt von Elisabeth Pirainen hingewiesen. Und dazu gibt es jetzt die Monographie Widespread Idioms in Europe and Beyond. Diese Bibliographie ist im Juni diesen Jahres erschienen. Soweit also zu Kapitel 1 und jetzt zu Kapitel 2 zur Literatur, Philosophie, Politik, Religion und Kunst. Unter diesen Bereichen hat die Literatur das meiste Interesse an sich gezogen. Die Untersuchungen haben sich auf Schriftsteller und Dichter des Mittelalters, der Neuzeit und der Gegenwart bezogen. Die literarischen Gattungen, die diese Schriftsteller vertreten, sind Epik, Lyrik und Dramatik. Einerseits sind viele Anthologien, in die zum einen Zitate aus Werken von Schriftstellern wie Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, William Shakespeare und George Bernard Shaw und zum anderen moderne Idiom- und Sprichwortgedichte aufgenommen wurden, herausgegeben wurden und andererseits ist der phraseologische Sprachgebrauch einzelner Schriftsteller zum Forschungsobjekt gemacht worden. Im Hinblick auf die mittelalterliche Literatur kann zum Beispiel auf Hofmeister, Mieder, Schulze Busacker hingewiesen werden und dann zur englischen Renaissance
Mary Thomas Crane zur spanischen Literatur 2005, also Cantera Ortis de Urbina und dann Sevilla Muñoz, Julia und Manuel. Und noch eine Monographie von Andreas Nolte zu Heinrich Heine, 2006 also. Und die Untersuchung von Fernando Navarro Domínguez. Ebenso dann der Band Dostoevsky in Fokus von Evelyn Breiteneder und Dmitri Dobrowolski. Ebenso das Wörterbuch der Redensarten zu der von Karl Kraus herausgegebenen Zeitschrift Die Fackel. Die Dissertation von Ulrike Richter-Wappatalo, da hatte das Pferd die Nüstern voll, von 2007. Und Wolfgang Mieder, 98b, Eva Klenk, 2000, Ulrike Preußer, 2007 und George B. Bryan, 1993. Eine Brücke zwischen Literatur und Philosophie bilden Abhandlungen, in denen Aphorismen entweder nur bei Schriftstellern oder sowohl bei Schriftstellern als auch bei Philosophen zum Untersuchungsgegenstand gemacht wurden. Zur ersteren Gruppe kann etwa das Buch von Dorothea Szczesniak erwähnt werden und zur letzteren Gruppe die Aufsatzsammlung von Wolfgang Mieder. Als Vertreter der Philosophie werden hier Michel de Montaigne, Voltaire und Friedrich Nietzsche aufgefasst. Zu Montaigne Susanne Schmarje und zu Voltaire Daniel Jean Calvez und zu Nietzsche Andreas Nolte und Wolfgang Mieder. Auch dieses letzte Werk ist neulich erschienen. Zur Politik, da hat sich besonders Wolfgang Mieder zu diesem Bereich geäußert in zahlreichen Werken. Sie sehen hier eine Auswahl der Titel unter 2.3.98a, 2000, 2005, 2009b, 2010 und dann gemeinsam mit George B. Bryan 1995. Es sind also amerikanische Politiker und auch Winston Churchill. Phraseologie und Religion ist eine Kombination, bei der sich die Aufmerksamkeit zunächst auf Phraseologismen in der Bibel richtete. Unter anderem folgende Veröffentlichungen verdienen hier erwähnt zu werden. Alan P. Winton, Daniel C. Snell und dann Jouko Parat aus Helsinki mit seiner Dissertation von 1993. An Luther und die Reformation schließt sich Timothy C. Nelson an, während sich die Monographien von Thurah Perry und Klaus Westermann mit der jüdischen bzw. Wurzeln der Weisheit befassen. Veröffentlichungen mit Bezug auf Afrika sind beispielsweise Andrzej Halemba und Walter J. Moon, die letzten beiden Titel hier unter 2.3. Für den Bereich Phraseologie und Kunst wurden Untersuchungen zur bildenden Kunst und zur Musik berücksichtigt. Sehr viele Arbeiten im Bereich der bildenden Kunst beziehen sich auf die Darstellung von Sprichwörtern durch Pieter Bruegel, den Älteren, und Pieter Bruegel, den Jüngeren. Aber darunter befinden sich nur zwei umfangreichere Studien, und zwar der von Wolfgang Mieder 2004 und Britta Juska-Bacher. Im Übrigen sei unter anderem auf Kerstin Rudin hingewiesen, auf Andreas Bessler und Wolfgang Mieder 2003, dieser Titel. Phraseologie und Musik ist ein relativ wenig erforschtes Gebiet. Hier kann nur eine größere Monographie erwähnt werden, und zwar von Anand Prahlad 2001. Also Reggae Wisdom. Sonstige Veröffentlichungen zur Phraseologie und Musik
sind Aufsätze und Beiträge, in denen der Gebrauch von Phraseologismen zum Beispiel in folgenden Musikstilen analysiert wurde: Blues, Chanson, Country Music, Deutschrock, Hip-Hop, Popmusik und Schlager. Dann zur Volkskunde und Folkloristik, Kapitel 3. Im Rahmen dieser beiden Disziplinen ist eine enorme Zahl phraseologischer Arbeiten veröffentlicht worden. Hat sich die Forschung früher zum Beispiel mit materieller Volkskultur und Brauchtümern als bildlichen Bereichen von Phraseologismen befasst, so stehen neuerdings andere Aspekte im Mittelpunkt phraseologischer Untersuchungen, die sich auf volkstümlichen Sprachgebrauch beziehen. Bedeutende Vertreter der älteren Forschung sind zum Beispiel Mathilde Hein, Matti Kusi, Archo Taylor und Gerda Krober-Glück. In den späteren Studien sind Aspekte der Volksliteratur und Dichtung in den Vordergrund getreten. Und dabei haben afrikanische Sprichwörter besondere Beachtung gefunden. Zum Beispiel Kasim Kohn, Ambrose Monje und Kwesi Tshangach. Weitere diesbezügliche Abhandlungen sind zum Beispiel Hassan Rokem, Williams, Wolfgang Mieder, Regine Lassen, Lothar Blum und Heinz Rölleke sowie dann Ingrid Schelbach-Kopra. Zwei Finnen brauchen keinen Dolmetscher. Mit dem Vorkommen von Phraseologismen in der Volksliteratur und Dichtung hängt der mundartliche und regionale Gebrauch von Phraseologismen eng zusammen. Die meisten größeren Untersuchungen beziehen sich hier auf die deutsche Sprache, zum Beispiel Hans Ruf, Elisabeth Pireinen, Christine Pabst und Natalia Filatkina. An sonstigen Arbeiten seien die beiden folgenden Dissertationen erwähnt, nämlich Christine Barras und Susanne Hose. Dann zu Kapitel 4, zur Pädagogik und Didaktik. Den Ausgangspunkt für die Betrachtung der Phraseologie im Zusammenhang mit Pädagogik und Didaktik bildet der Erwerb der Muttersprache. Die ersten beiden Monographien, die diese Problematik thematisieren, beziehen sich auf den Erstspracherwerb deutsch-schweizerischer Kinder, also Annelies Buchhofer und Thomas Scherer. Und ein ähnliches Werk ist Eva Danielsson. Und darüber hinaus hat sich Peter Kühn in mehreren Aufsätzen und Beiträgen mit Aspekten der Phraseodidaktik im Muttersprachenunterricht befasst. Kann die muttersprachenbezogene Erforschung der Phraseologie nur wenige umfangreichere Veröffentlichungen vorweisen, so ist die Zahl der Publikationen, in denen es um den Zweitspracherwerb bzw. Fremdsprachenunterricht geht, erheblich höher. Hier stand auch nicht nur das Deutsche im Fokus, sondern in die betreffenden Untersuchungen wurden mehrere weitere Sprachen einbezogen. Zu den Monographien auf diesem Gebiet zählen unter anderem Erla Hallsteinsdottir, dann Krasina Zenderowska-Korpus, Antti Heine, Natalia Waniuszkina-Holt, ebenso das Themenheft des Jahrbuchs Fremdsprachen lehren und lernen, und ebenso Fremdsprache Deutsch, auch hier also ein Themenheft. Zu den Sammelbänden dann zum Beispiel Martine Lorenz Bourgeot und Heinz-Helmut Lüger, ebenso wieder Jesenschek und Melania Fabcic, und Fanny Meunier und Sylviane Granger, 2008. Besonders groß ist die Anzahl der phraseologischen Lehrwerke, hier 422, die als kombinierte Arbeits- bzw. Lehr- und Übungsbücher entworfen wurden. Und hier ist die deutsche Sprache wieder gut vertreten, zum Beispiel Csaba Völdes und Helmut Kühn, dann Annelies Herzog unter Mitwirkung von anderen, Barbara Wotjak und Manfred Richter, Regina Heschke zweimal und dann zum Englischen Malcolm Goodale, Richard Humphrey, Sabine Fiedler zweimal
und dann Französisch-Deutsch von Vilmos Bardosi, Stefan Ettinger und Cecile Stölting, zum Portugiesischen Stefan Ettinger und Manuela Nunes. Last not least ist auf folgende Projekte abzuheben, nämlich EFRAS 2006, ein mehrsprachiges phraseologisches Lernmaterial, auch online anwendbar. Sie sehen hier die Adresse und das Projekt Sprichwort, eine Internet-Lernplattform für das Sprachenlernen. Unter der Leitung von Vida Jesenczyk, diese beiden Projekte. Kapitel 5. Kontrastivität und Sprachkontakte. In den letzten Jahrzehnten wurden für die interlinguale Ausrichtung der kontrastiven Phraseologie mehrere verschiedene Aktivitäten wie Veröffentlichung von Monographien, Aufsätzen und Beiträgen, Herausgabe von Sammelbänden, Organisierung von Tagungen und Konferenzen sowie Durchführung von Forschungsprojekten entwickelt. Im Folgenden kann nur auf größere Publikationen, das heißt Monographien und Sammelbände, kurz eingegangen werden. Und ansonsten verweise ich auf diesen Forschungsüberblick von mir vom Jahre 1998. Während die Monographien auf der Basis der berücksichtigten Sprachen geordnet, so lässt sich beobachten, dass das Deutsche in den weitaus meisten Fällen eine der Sprachen war, die mit einer oder zwei anderen Sprachen kontrastiert wurde. Deutsch-Spanisch ist hier zum Beispiel Thema der folgenden vier Monographien: Larreta, López Roig, Toledo und Sosa Mayor. Deutsch und Polnisch bei Laskowski, dann ebenso Deutsch und Polnisch bei Lewandowska, Deutsch und Slowakisch bei Czuczo, noch einmal bei Czuczo und Banaschowa, Hans Liskova, dann Deutsch und Ungarisch bei Heschki, ebenso bei Csaba Földes, Griechisch hat sie jetzt zwei Titel, Davidou und Chrysou. Zum Russischen und zum Deutschen Christina Schindler und zum Tschechischen und Deutschen Cislarova, zum Schwedischen und Deutschen Karin Krohn, zum Deutschen und Finnischen ein Band von mir vom Jahre 1995, zum Türkischen und Deutschen Ayfer Aktaş und dann zum Chinesischen Chang, zum Japanischen Ito. Die Zahl der Publikationen, in denen das Deutsche nicht eine der beteiligten Sprachen darstellt, ist gering. Zum Beispiel Corpus Pastor und Paula Quiroga. Und jetzt sind wir schon bei Untersuchungen, in denen mehr als zwei Sprachen berücksichtigt wurden, zum Beispiel bei Dobrowolski 88 sind Deutsch, Niederländisch und Englisch berücksichtigt worden. Bei Bartoszewicz sind es Deutsch, Niederländisch und Polnisch. Bei Jean-Philippe Zurkpo sind es Deutsch, Französisch und Bete, also zweimal. Und bei Marlene Musner, ganz frisch erschienen, diese Monographie 2012, also Deutsch, Französisch und Italienisch. Von den Sammelbänden seien diese vier erwähnt, von mir 96 zu den Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen. Dann Gertrud Cresciano und Annelie Rothkegel, 79. Oder dann 2005 von Almela Perez, Ramon Trives und Gerd Wotjak. 2008 Alvarez de la Granja. In einigen der oben erwähnten
wirke, werden auch Fragen des Sprachkontaktes, das heißt phraseologische Beeinflussung einer Sprache durch eine andere und Entlehnung von Phraseologismen berührt. Im Übrigen wurde die kontaktlinguistische Betrachtung von Phraseologismen selten zum Thema größerer Abhandlungen gemacht. Hier kann nur auf die Dissertation von Hakamis von 86 hingewiesen werden, entweder ebenso Matti Kuusi in Cooperation mit Maria Joalait et al. 85 und Jula Pacholai 97. Ebenso nochmal das große Projekt von Elisabeth Biereinen, Widespread Idioms in Europe and Beyond. Kommen wir dann zur Übersetzung bei Kapitel 6. In der Anfangsphase des übersetzungsbezogenen Interesses für Probleme der Phraseologie wurde der Begriff der Übersetzung weitgehend mit der Festlegung zielsprachlicher Äquivalente im Sinne der kontrastiven Phraseologie gleichgesetzt. In den frühesten Arbeiten wurde der Schwerpunkt auf die Erläuterung von Äquivalenztypen und auf die Klassifizierung des Forschungsmaterials nach Äquivalenzrelationen gelegt, wobei der Kontext bei der Besprechung von Belegstellen meist nicht berücksichtigt wurde. Ab Ende der 70er Jahre wurden Untersuchungen, in denen auch kontextbezogene Analysen vorgelegt wurden, wesentlich häufiger. Die ersten größeren Studien, auf die hier aufmerksam gemacht werden soll, sind Shenglian Shu, Gerlinde Kammer, Sohail Taraman, Melanie Higi-Wiedler und dann von den 90er Jahren Eva Wapno-Falecka, Blanca Segura-Garcia. Sie können hier erwähnt werden. Und dann das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, Stefanie Kirschnick, Heike van Lawick, Liliane Mitrake und Meng Yi. Und auch kann hier noch auf die Dissertation von Blanche-Marie Schweitzer hingewiesen werden, Sprachspiel mit Idiomen. 78 erschienen. Abhandlungen, in denen andere als belletristische Texte untersucht wurden, sind selten. Zu dieser Kategorie gehören insbesondere die beiden Dissertationen von Parat und Ursula Topczewska. Also die Bibelübersetzung. Aber hingewiesen sei auch auf Hans Krasegger, auf diese Untersuchung, in der auch Beispiele für die Übersetzung von Phraseologismen in eine Comicserie angeführt werden. Außer in Monographien und Dissertationen wurden phraseologiespezifische Probleme der Übersetzung in Sammelbänden behandelt. Zum Beispiel bei Annette Sappan oder Gloria Corpas Pastor. Oder dann bei Antonio Pamies, Lucia Luque Nadal und José Manuel Pazos Bretagna. Auch dieser Titel ist recht neu, stammt also vom vorigen Jahr. Die analysierten Texte in diesen Beiträgen vertreten auch neben belletristischen Texten auch andere Textsorten. Zur Lexikographie. Im Rahmen der theoretischen Phraseographie wurden zahlreiche Monographien und Dissertationen veröffentlicht, in denen die lexikographische Erfassung einer phraseologischen Subklasse oder mehrerer Subklassen untersucht wurde. In bestimmten Studien wurde die Darstellung von Phraseologismen in Wörterbüchern verschiedener Art kritisch geprüft, in anderen wiederum wurden Konzepte für neue phraseologische Wörterbücher entworfen. In den meisten Arbeiten handelt es sich um die Untersuchung einsprachiger deutscher oder zweisprachiger Wörterbücher mit Deutsch. Beispiele dafür sind also Stancheva, Worps, Kim Werner, Scheon, Zu und Luis Martin. Ebenso Christova Gotthard und auch ein
Band von mir vom vorigen Jahr. Sprachen, auf die sich die Darlegungen in den übrigen Abhandlungen beziehen, sind Französisch, zum Beispiel Michaela Heinz, oder Englisch bei Jens Barnes und dann Elena Arsentieva, Russisch und Englisch. Von den Sammelbänden, die der Phasografie gewidmet sind, können zum Beispiel die folgenden genannt werden. Gerd Wodjak, 98, dann Balowski und Chlebda, Hausmann, 2008 und Mejado Blanco, dreimal sogar, 2008, 2009 und 2010. Ebenso Peter Ciuccio, 2010, feste Wortverbindungen und Lexikographie. Auf dem Gebiet der praktischen Phrasiographie ist während der letzten 20 Jahre eine besonders hohe Zahl ein- und zweisprachiger phrasiologischer Wörterbücher von beträchtlichem Umfang entstanden. Man hat es hier mit Werken zu tun, die durchaus wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, aber dazu kommen noch sehr viele phrasiologische Sammlungen, die einen populären Charakter haben. Es ist aus Zeitgründen nicht möglich, diese Werke genauer vorzustellen. Stattdessen muss ein Hinweis auf Wolfgang Mieders zweiteilige Bibliographie zur Paromyologie und Phrasiologie, den Bibliographie-Teil des Jahrbuchs Proverbium und die einschlägigen Artikel im zweiten Band des von Harald Burger und anderen herausgegebenen Handbuchs Phrasiologie reichen. Es sind auch neue Wörterbuchprojekte in Vorbereitung, von denen hier die folgenden zwei genannt seien: Deutsche Sprichwörter und Redewendungen im Sprachwandel unter der Leitung von Anneliese Kibuchhofer, Marcel Träger und Britta Juska-Bache. Und das Projekt Moderne deutsch-russische Idiomatik von Dmitri Dobrowolski unter 7.3, hier also die beiden größeren Projekte. Zur Korpuslinguistik dann schließlich bei Kapitel 8. In den letzten Jahrzehnten wurde das Vorkommen von Phrasiologismen in vielen verschiedenen Textsorten untersucht, wobei als empirische Basis Korpora unterschiedlicher Größe dienten. Anfangs konnten zur Bearbeitung der Belege keine elaborierten korpuslinguistischen und computergestützten Methoden angewendet werden. Zu den Vorreitern bei einem systematischen Aufbau einer umfangreicheren Datenbank gehört vor allem das von Matti Kuusi an der Universität Helsinki während mehrerer Jahrzehnte geleitete Sprichwortprojekt. Und die Prinzipien der Erstellung der Datenbank wurden in der von Outi Lauhakangas verfassten Monographie, The Matti Kuusi International Type System of Proverbs, erläutert. In den 90er Jahren erschienen die ersten Monographien, in denen von modernen Korpus- und computerlinguistischen Methoden Gebrauch gemacht wird. Besonders die Kollokationen waren ein beliebiges Untersuchungsobjekt. Zum Beispiel Sabine Bartsch, Anna Caro Cedilio, Stefan Efert, Petra Ludewig, während dann Antje Heine sich mit Funktionsverbgefügen beschäftigt. Zwei Titel von ihr, 2006 bzw. 2008. Weitere Titel sind dann Sandro Petrazzini, Martina Keil, Lothar Lemnitzer, Rosamund Moon, Konrad Köper et Alii, ebenso Christiane Hümmer und Kristalina Christova Gotthard und Claudia Aurich. Zur Korpus- und computerlinguistischen Erfassung von Phrasiologismen wurden auch Sammelbände herausgegeben, zum Beispiel von Christiane Fellbaum, und dann Stefania Ptaschnik, Erla Hallsteinsdottir und Noach Bubenhofer. Projekte unter 8.3. Hier werden also größere Textmengen bearbeitet. Ganz besonders ist hier auf das Projekt von Katrin Steyer hinzuweisen, usuelle Wortverbindungen,
also am Institut für deutsche Sprache Mannheim. Hier wird oder werden oder hier bilden automatisch ermittelte sprachliche Massendaten die empirische Ausgangsbasis. Soweit zum Überblick, meine Damen und Herren, und jetzt ganz kurz zum Fazit. Der Überblick über die Errungenschaften der neueren Phraseologieforschung lässt erkennen, dass die entsprechenden Aktivitäten insgesamt sehr vielseitig und rege gewesen sind. Zur Intensität der Forschung haben ganz wesentlich die wissenschaftlichen Leistungen der Kolleginnen und Kollegen beigetragen, die seit den 80er Jahren im Rahmen der Eurofras-Gemeinschaft tätig sind. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass Phraseologie auch außerhalb dieser Gemeinschaft untersucht wird. Beispiele dafür sind etwa die USA und bestimmte afrikanische Länder. Hier hat sich das Forschungsinteresse besonders auf Sprichwörter konzentriert. Vieles ist also bislang geleistet worden, aber es lassen sich gewisse Intensitätsunterschiede zwischen den hier berücksichtigten Forschungsrichtungen und innerhalb der einzelnen Teilbereiche feststellen. Im Folgenden seien einige Gebiete erwähnt, auf denen eine intensivere phraseologische Beschäftigung wünschenswert erscheint. Erstens, im Bereich der kulturbezogenen Forschung sollten neue Phraseologie-Wörterbücher mit zuverlässigen etymologischen Erläuterungen erstellt werden. Es gibt zum Beispiel für die finnische Sprache kein phrasografisches Nachschlagewerk dieser Art, das sich auf fachmännische Arbeit gründet. Der Kulturgebundenheit von Phraseologismen sollte weiterhin viel Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diesbezügliche Kenntnisse sind sowohl für das Erlernen von Fremdsprachen als auch für die interkulturelle Kommunikation wichtig. Zweitens, auf dem Gebiet der Literatur sollten sich die Recherchen außer auf die Epik auch auf die Lyrik und Dramatik erstrecken. Es könnten deutlich mehr Texte von modernen Autoren unter die Lupe genommen werden. Ebenso gäbe es sicherlich noch viele Schriften von Philosophen und Politikern, die für Phraseologieforscher ergiebiges Untersuchungsmaterial bereithalten. Und das Gleiche gilt für religiöse und musikalische Texte. Drittens, im Zusammenhang mit Volkskunde und Folkloristik ist auf den mundartlichen und regionalen Gebrauch von Phraseologismen hinzuweisen. Was man hier vermisst, sind eingehende Studien auch zu anderen Sprachen als zum Deutschen. Viertens, die Beschäftigung mit Phraseologie aus pädagogischer und didaktischer Sicht war vor allem im Hinblick auf fremdsprachlichen Unterricht bedeutsam. Erwünscht wären weitere Untersuchungen zum muttersprachlichen Erwerb von Phraseologismen in mehreren verschiedenen Sprachen. Fünftens, die kontrastive und vergleichende Phraseologieforschung hat eine stattliche Zahl von Publikationen und sonstigen Aktivitäten vorzuweisen. Demgegenüber hat die kontaktlinguistische Betrachtung von Phraseologismen in dieser Hinsicht einiges nachzuholen. Sechstens, für die translatologische Untersuchung von Phraseologismen wäre zu wünschen, dass in Zukunft nicht nur belletristische Texte als Datenmaterial herangezogen werden. Desgleichen sollten die Übersetzungen von Phraseologismen weiterhin kritisch in Augenschein genommen werden. Ein Gebiet, wo es noch recht viel zu tun gäbe, ist beispielsweise die Übersetzungskritik von Phraseologismen aus dem Deutschen ins Finnische, und zwar sowohl hinsichtlich der Belletristik als auch der Fernsehfilme und Fernsehserien mit Untertiteln. Siebtens, der lexikografischen Darstellung von Phraseologismen wurde seit den 80er Jahren recht viel Beachtung geschenkt. Dabei hat sich herausgestellt, dass sowohl ein- als auch zweisprachige Allgemeinwörterbücher und phraseologische Spezialwörterbücher dringend verbesserungsbedürftig sind. Darüber hinaus fehlen noch für mehrere Sprachen moderne phraseologische Wörterbücher mit hohem wissenschaftlichem Anspruch. Als Beispiel hier können hier die nordischen Sprachen, etwa Finnisch, Schwedisch und so weiter, erwähnt werden. Und schließlich dann achtens, auf dem Gebiet der Korpus- und computerlinguistisch basierten Phraseologieforschung wären weitere Bemühungen unter anderem aus folgendem Grund wünschenswert. Mit Hilfe dieser Methoden kann die Häufigkeit von Phraseologismen leicht ermittelt werden. Das würde wiederum dazu beitragen, für einzelne Phraseologismen die in Wörterbüchern aufzuführende Nennform zu eruieren und für den Fremdsprachenunterricht zum Beispiel ein Idiom- und Sprichwortminimum festzulegen. Soweit, meine Damen und Herren, zu diesem Forschungsüberblick. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Professor Kohonen, für diesen informativen Überblick über das bisher Geleistete im internationalen Raum. Ich meine, es ist eine gute Einleitung in unser Thema und anschließend auch ein Hinweis auf den weiteren Plenarvortrag, in dem wir was hören werden über das bisher Geleistete im slowenischen Raum, wo ich gesehen habe und wir alle wissen, dass eigentlich die Informationen darüber eigentlich nicht sehr verbreitet sind. Ich verweise nochmals darauf, dass die englischsprachigen Handouts vorhanden sein werden. So, ich glaube, wir können uns aber eine Minute oder zwei noch Zeit nehmen, wenn jemand so eine Meldung oder eine Frage zu dem Vortrag von Professor Kohonen hätte. Ja, hier gibt es eine Frage. Jamu, vielen Dank für die Zusammenstellung. Ich wollte nur ergänzen, es gibt eine ganz brandaktuelle neue Erscheinung, die du noch nicht drin haben konntest, weil die Druckerschwärze noch nass ist. Und zwar ist es der neue Band des EU-Projekts Sprichwort, der jetzt erschienen ist, Sprichwörter multilingual. Das sind Beiträge, zum einen Beiträge der Abschlusstagung unseres EU-Projekts vor 2 Jahren und darüber hinaus eine interdisziplinäre Zusammenstellung renommierter Beiträge. Und ich möchte verweisen auf morgen um 11 Uhr, werden wir das Buch kurz vorstellen. Und du könntest das quasi in 5 Punkte einordnen. Also denn wir haben dort sowohl methodisch sehr verschiedene Dinge als auch sehr viele Sprachvergleiche, didaktische Aspekte und auch moderne Aspekte der Korpuslinguistik. Nur noch zur Ergänzung, also wie gesagt, das ist gerade letzte Woche erschienen, das Buch. Und ein zweiter Punkt ist, du hast eben gerade als letzten Punkt gesagt, dass es immer noch ein Desiderat ist, Minima herzustellen, zu haben für den Fremdsprachenunterricht. Auch da möchte ich nochmal auf unser EU-Projekt verweisen, weil wir für den Bereich des Sprichworts erstmals systematisch so ein Sprichwortabgleich mit dem Korpus gemacht haben. Auch das kann man nachlesen. Und das ist zumindest für diesen Teilbereich ein erster Schritt in die Richtung, in die du jetzt gefordert hast. Dankeschön. Wunderbar. Ja, bitte sehr, weitere Meldungen, Professor Eismann. Ich habe bei diesem Vortrag viel gelernt und wieder gemerkt, was ich alles nicht zur Kenntnis genommen habe. Und daher meine Anregung. Wäre es nicht gut, wenn wir versuchen würden, in unserer Gesellschaft eine laufende Bibliografie zu erstellen, die alles das berücksichtigt, was du hier berücksichtigt hast? Ich habe natürlich vieles gemerkt, was ich nicht kenne oder was ich übersehen habe, aber ich habe natürlich, weil ich aus einer anderen Fachrichtung komme, auch vieles bemerkt, was da nicht drin ist. Ja. Und ich finde, das muss einfach gewährleistet sein, dass man über seinen Fachrahmen, man berücksichtigt dann zwar das, was an den Rändern erschienen ist, auch mit, aber zum Beispiel sind in den letzten Jahren 2 hervorragende Monographien zu die dialektalen Phraseologie des Kroatischen von Frau Menas erschienen. Es ist von Makienko die ganze Frage der Varianz. Es ist so ein Varianzwörterbuch erschienen mit all dem, das über die Slavistik oder über die Russistik hinaus von Interesse ist, weil alle möglichen Formen der Varianz dorthin erstmal systematisch zusammengefasst worden sind. Und. Das könnte man verlängern. Deshalb mein großer Wunsch, ob man so etwas nicht irgendwie, wie das früher schon geschehen ist, in Russland, von dem wir viel gelernt haben, mit diesen jährlichen Bibliografien von Reusenson, ob wir uns nicht bemühen könnten, mit all unseren Mitgliedern so eine auch online verfügbare Bibliografie zusammenzustellen, die laufend verbessert wird und dafür jemanden verantwortlich machen, der das betreut. Ich hielte das für sehr sinnvoll. Also dazu nochmal 2 Sachen. Also ich möchte als erstes nochmal wärmstens auf die Bibliografie von Wolfgang Mieder hinweisen. Wolfgang Mieder hat bei De Kreuter eine 2-bändige Bibliografie herausgegeben. Die ist wirklich, und das muss man sagen, sehr, sehr vollständig. Er hat es bis 2009 gemacht. Danach hat er das in Proverbium weiterbetrieben und er hat ja nicht nur Sprichwörter dokumentiert und nicht nur Sprichwortgebrauch, sondern einen sehr weiten Blickwinkel. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich find es vollkommen richtig und wir haben ja auf der Homepage unserer Gesellschaft jetzt begonnen, eine Datenbank aufzubauen, eine Publikationsdatenbank seit kurzem und dort, ich kann nur werben, dass sich alle daran sehr beteiligen. Das ist schon ein großer Fortschritt zu dem, was es früher war. Und mit Sicherheit müssen wir das auch in andere Disziplinen hinein ausbauen. Das ist in der Tat wahr.
Aber es gibt diese Möglichkeiten und wir sollten das im Grunde genommen dann auch dort machen, wo sich die Leute die Informationen holen. Also von daher, es gibt Ansätze und Anfänge. Und wie gesagt, die Wolfgang-Mieder-Biografie, ich glaube, sie wird manchmal noch ein wenig zu wenig rezipiert. Also sie ist wirklich umfassend. Ja, daraus stammten auch die meisten Angaben von mir. Aus dieser Bibliografie stammt auch die meisten Titel von mir, die ich erwähnt habe.